In der heutigen Lesson zeige ich dir eine Instrumentalversion von Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Nach dem kurzen Intro geht's los. Ja, hallo, ich bin's, der Michel von der Online-Gitarrenschule und ich helfe dir dabei, ein richtig toller Gitarrist oder eine richtig tolle Gitarristin zu werden. Heute gibt's, wie versprochen, das Instrumental zu Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Ich zeige dir jetzt nicht jeden einzelnen Ton, wie der ganz genau gespielt wird, weil ich denke, Tabulatur lesen wirst du schon können und so die Grundsachen. Wenn nicht, dann natürlich findest du unter dem Video wieder einen Link zu meinem Gitarren-Coaching-Programm. Da kannst du einfach kostenlos und unverbindlich Gitarre lernen. Das ist ein 14-tägiger, kleiner, abgeschlossener Online-Kurs. Den Link findest du einmal unten in der Videobeschreibung oder oben in der Infobox. Legen wir los mit dem Intro. Das ist unser erster Teil. 4 und jetzt C. Dann der B-Moll. Dann gehen wir vor auf A-Moll. Und jetzt slide ich einfach von 4. in den 5. Bund auf der B-Seite und spiele dazu die leere G-Seite. Und dann nochmal den 3. Bund auf der B-Seite. Das Ganze werden wir zweimal machen. Das Intro spiele ich allgemein recht frei, also da habe ich jetzt keine sture Taktangabe oder sowas und interpretiere es eigentlich so, wie ich habe es mir eigentlich auch nur von so ein paar Gesangsnummern rausgehört und genauso ist es da auch, das ist immer so relativ frei gesungen. So, dann geht's weiter auf eine ganz kleine Form von E-Moll, braucht man nur den 2. Bund auf der D-Seite zu greifen. Und dann gehen wir auf eine ganz kleine Form von A. Dann auf A7, da greife ich ein Barré hier im 2. Bund und mit meinem Mittelfinger bin ich hier im 3. Und dann spiele ich hier ein D7. Ja, und dieser Griff, der wird hier noch sehr, sehr wichtig, weil den brauchen wir gleich für unser Thema oder das Hauptthema dann. Da kommt er eigentlich ständig drin vor. Dann spiele ich ja so meine Einleitung in den Song. Und jetzt spiele ich also eigentlich hauptsächlich erstmal nur die Akkorde G, da brauche ich diese Form, und ein D. Und dann nehme ich immer, ich habe es ja gerade eben schon erwähnt, dieses D7 im Ringfinger im 5. Bund auf der A-Seite, der Mittelfinger im 4. Bund auf der D und der Zeigefinger hier vorne im 3. Bund auf der B-Seite und der kleine Finger bin ich hier im 5. auf der G-Seite. Öfters löse ich den Griff gleich auf, das wird er auch sehen. Und immer wenn der Ton Fis hier vorne kommt, da überstrecke ich einfach. Als Bassline spiele ich eine ganz normale, ja, Country-Bassline, wie man es zum Beispiel auch in meinem Country-Guitar-Picking-Kurs lernen kann. Und die sieht zum Beispiel so aus, ist der Grundton wie beim G auf der tiefen E-Seite, spiele ich die E-Seite, die D-Seite, die A-Seite und wieder die D-Seite. Und das beim D oder D7 sieht dann so aus, da spiele ich die A-Seite, die D-Seite und dann gehe ich hoch auf die tiefe E-Seite und spiele wieder die D-Seite. Dementsprechend muss ich natürlich dann auch mit meinem Bass ein bisschen mitgehen. Und wir brauchen ab und zu mal hier vorne ein D, aber mit dem Fis hier oben im Bass. Und da brauchst du eigentlich immer nur diese Version zu greifen. Das sind wir einmal im 2. Bund auf der tiefen E-Seite. Das ist unser Fis. Das ist die Terz. Dann mit unserem Ringfinger sind wir im 2. Bund auf der G und der kleine Finger im 3. Bund auf der B-Seite. Den brauchen wir auch öfters mal. Da bauen wir dann einfach so unsere Melodien drunter. Und da sieht die Bassline wieder genauso aus wie beim G-Akkord.
wenn er einen ganzen Takt lang gespielt wird. Ach ja, ganz wichtig, die Bassnoten haben alle den Notenhals nach unten und die Melodie, das sind die Noten mit dem Notenhals nach oben. Und die Melodie sieht dann so aus, ich zeige sie jetzt gleich mal so, wie ich sie dann auch in meinem Stück angelegt habe. Und jetzt nehme ich das C hier. So, das ist jetzt mal unser erster Teil, weil beim zweiten Durchgang wiederholt sich es nur der letzte Ton ändert sich. Und jetzt baue ich mal meine Akkorde drunter. Und jetzt gehe ich hier auf mein D7 oder D, brauche aber den Ton Fis hier vorne im zweiten Bund, da überstrecke ich dann und klingt das Ganze so. Jetzt auf mein D7. Dann hier vor auf mein D und wieder zurück auf unser D7. Und wieder G. Dann wiederholen wir das Ganze, nur wie schon gesagt, der vorletzte und der letzte Ton sind dann ein bisschen anders. Jetzt und G. Das ist eigentlich schon der Hauptpart vom Song und jetzt spielen wir. Geht also los mit C. A-Moll. Unser D. Und G. Es kommt so eine kleine aufgehende Melodie. Und die begleite ich einfach mit der leeren D-Seite. Und dann hier der Fis. Und dann bin ich wieder hier auf meinem überstreckten D, nenne ich es jetzt mal. Dann E-Moll auf A7 und da spiele ich hier das Fis mit rein. Und dann habe ich wieder dieses D hier vorn. Der Part. Und dann geht's wieder in die letzte Zeile der Melodie, die eigentlich wieder ist wie unsere Hauptmelodie. Auch hier variiert eigentlich nur der vorletzte Ton. Thank you.
wenn du mehr Weihnachtslieder auf deiner Gitarre können möchtest, in verschiedenen Versionen, einmal mit einer normalen Akkordbegleitung oder auch als Instrumentalstück wie jetzt das hier, dann möchte ich dir gerne meinen Weihnachtsgitarrenkurs empfehlen. Da findest du die schönsten Weihnachtslieder für die Gitarre in verschiedenen Ausführungen und Schwierigkeitsgraden arrangiert. Den Link dazu findest du wieder unten in der Videobeschreibung oder oben in der Infobox. Wenn du jemanden kennst, der sich gerade zum Beispiel mit diesem Lied beschäftigt, dann teil doch mit dem dieses Video, damit der auch was davon hat. Ja, und ansonsten sehen wir uns einfach in der nächsten Lesson und bis dahin sage ich Ciao, der Michel!